Gut, dann wünsche ich einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, die neuesten Trading-Strategien vom Portfolio Manager. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich sehr, dass André Stagge heute nochmal Zeit gefunden hat, mit uns hier diese Veranstaltung zu machen. Bevor ich aber tatsächlich jetzt an den André übergebe, müssen wir an der Stelle natürlich wie immer den Risikohinweis kurz besprechen, bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Obwohl ich glaube, dass heute kein Live-Trading stattfindet, nichtsdestotrotz bitte diese Veranstaltung oder das Webinar nicht als Handelsempfehlung verstehen. Ja? Okay, dann offiziell nochmal guten Abend, André. Vielen Dank, dass du heute da bist und mit uns das Webinar machst. Und ich übergebe jetzt den Bildschirm. Die Aufzeichnung läuft und wünsche viel Spaß. Ich bin natürlich im Hintergrund und versuche mit die Fragen zu beantworten. Ja, damit vielen Dank, Nelson, und liebes Hallo an die Teilnehmer. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ja, es ist kein Live-Trading, da hast du recht. Obwohl der Jerome Powell um 18 Uhr gesprochen hat und einen leicht dauischen Ton von sich gegeben hat. Der Druck von Donald Trump war doch zu groß. Ich sehe gerade, Euro-Dollar geht hier 40 Pips nach oben und das freut mein Depot. Die Strategie, nach der ich gerade long bin, habe ich heute nicht dabei, aber die findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Damit hallo und herzlich willkommen, lieber Nelson, liebes FX Flat, ganz lieben Dank für die Einladung. Lieben Dank auch an euch, liebe Teilnehmer, dass ihr heute dabei seid. Ich werde einige spannende Handelsstrategien vorstellen. Und am Ende gibt es noch eine kleine Überraschung, denn ich habe ja im August diesen Jahres schon ein wunderbares Webinar für FX Flat gehalten, habe euch da einige Handelsstrategien vorgestellt. Und ich werde euch mal zeigen in einem Live-Account, wie das denn gewesen wäre, wenn ihr all diese Strategien von meinem Webinar damals mit umgesetzt habt. Und wenn ihr damals nicht dabei wart, ihr findet das natürlich auf YouTube bei FX Flat, aber auch auf meinem Kanal. Da könnt ihr das letzte Webinar nochmal euch anschauen. Da könnt ihr auch die Handelsstrategien nochmal in Ruhe nachhören. Ihr findet die, wie gesagt, auch bei mir auf der Seite und bei YouTube. Und keine Sorge, heute gibt es keine Wiederholung von den Strategien beim letzten Mal, sondern heute geht es um 6 ganz neue Trading- und Investmentstrategien. 6 Strategien, die ich für mein eigenes Portfolio nutze, mit denen ich entsprechend auch gutes Geld als Fondsmanager gemacht habe und die ich nach wie vor eben für mich jetzt auch einsetze und die ich euch gerne mitgeben möchte, denn meine Mission ist es, euch dabei zu helfen, an der Börse besser zu werden, noch profitabler zu sein. Und es ist auch gar nicht so schwer meiner Wahrnehmung nach, sondern man braucht einfach nur einige Glaubenssätze, man braucht einige Strategien. Und wenn man die kontinuierlich umsetzt, kann man eben an der Börse gut unterwegs sein. Darum geht es heute und ihr merkt, ich bin auf dem Du. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn wir uns mal treffen, können wir uns gerne auch siezen. Ich habe gesehen, der Viktor ist dabei. Der Viktor ist bei mir in der Ausbildung. Wir sehen uns ja auch am Wochenende in Düsseldorf. Also wir bleiben auf jeden Fall beim Du und auch an alle anderen auch. Ich würde mich freuen, wenn wir auch bei dem Du bleiben. Ich finde es einfach persönlicher. Risikohinweis hatte der Nelson schon gesagt. Von mir an dieser Stelle immer wieder meine Lieblingsanekdote von der Bild-Zeitung am 20.05. gefragt, wie er sich denn um sein Geld kümmere, war die Antwort, Zitat, darum kümmere ich mich kaum. Ich weiß zwar, dass die Zinsen niedrig sind, aber am Ende liegt alles auf dem Sparbuch. Zitat Ende, Olaf Scholz, unser Finanzminister, derjenige, welcher der 50% unseres Geldes irgendwann mal in seinen Händen hält mit direkten und indirekten Steuern, kümmert sich um sein eigenes Geld kaum. Immerhin, er weiß, dass die Zinsen niedrig sind und er zwingt uns, solche Risikohinweise hinzusetzen. Natürlich ist es wichtig, wir können euch nicht beraten im Sinne von Anlageberatung oder ähnliches, aber und das ist mir besonders wichtig, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Ich möchte euch motivieren zum erfolgreichen Börsenhandel. Wie gesagt, in meiner Wahrnehmung ist es nicht so schwer. Ihr könnt mit einfachen Strategien in der Umsetzung die Märkte deutlich outperformen. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch mit den Themen auseinandersetzt, könnt ihr den Olaf Scholz eindeutig outperformen, denn er hat sein Geld nur auf dem Sparbuch und hat damit natürlich eine sehr schlechte Rendite. Kurz zu meiner Person, ohne zu viel vielleicht abzulesen. Die Grundidee ist, ich habe einen absoluten Faible für das Thema Börse. Man könnte sogar sagen, ich bin so ein kleiner Börsenfreak, denn die letzten 22 Jahre habe ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Kein Haus gebaut, keine Familie gegründet, noch nicht mein eigenes Auto gekauft, weil die Frage, wie ich denn an der Börse erfolgreich sein kann, mich einfach immer wieder angetrieben hat, mich immer wieder motiviert hat. Und am Ende ist die Frage auch ganz leicht zu beantworten nach dem Erfolg an der Börse. Es sind im Wesentlichen zwei Dinge, die ihr braucht. Einen stelle ich euch heute vor. Und das ist das Leichtere für den Börsenerfolg. Das sind die Strategien. Also um erfolgreich zu sein, braucht ihr definitiv Börsenstrategien. 6 Stück stelle ich euch heute vor. 6
ganz konkrete Handelsansätze, die ihr sofort in euer Portfolio integrieren könnt. Und die zweite Stufe ist, wenn ihr die Strategien habt, müsst ihr eben auch diszipliniert sein. Ihr müsst diese Strategien tatsächlich umsetzen. Und gerade in der Praxis scheitern dann doch sehr viele Trader daran. Sie haben gute Strategien. Es gibt gute Strategien, nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen. Und das Hauptproblem ist dann tatsächlich, in die Umsetzung zu kommen, diese Strategien dann also auch tatsächlich anzuwenden, wirklich im Doing zu sein und diese Strategien dann auch kontinuierlich für sich umzusetzen. Ja, wie gesagt, ich habe mich sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt, habe mit 13 meine allerersten Aktien gekauft, damals die Mannesmann 1996, und habe dann alles zum Bereich Börse studiert, gelernt, was ich irgendwo finden konnte. Bin seit 6 Jahren auch Hochschuldozent für verschiedene Akademien und Universitäten. Bilde ich aus in den Fächern Asset Allocation, in den Fächern Portfolio Management, in den Fächern Finanzmathematik. Habe da eine riesen Freude dran, bin einfach jemand, der sein Wissen gerne weitergibt und sehe auch so eine gewisse Pflicht, das Thema Finanzbildung voranzutreiben. Deswegen auch einen ganz großen Dank an alle, die heute mir zuhören. Ich weiß, es ist neben der Arbeit sehr, sehr anstrengend, aber das ist auch meine Mission, euch eben zu sagen, hey, es ist nicht nur das Geld, für das wir arbeiten, sondern wir können das Geld auch sehr schön für uns arbeiten lassen. Und einer meiner Lieblingsleitsprüche, den hatte ich neulich erst gelesen, fand ich selber sehr, sehr interessant. Und zwar stand da, dass jeder Mensch im Durchschnitt 30.000 Tage lebt. Also jeder von uns hat 30.000 Tage zu seiner freien Verfügung. Das entspricht einer Lebenserwartung von ungefähr 82 Jahren. Und dann könnt ihr euch ja überlegen, wie viel Zeit euch noch rein statistisch bleibt. Bei mir sind es noch knapp 16.000 Tage, die ich da habe. Und von diesen 30.000 Tagen, die wir dann insgesamt haben in unserem Leben, verbringen wir tatsächlich 10.000 komplette Tage, also ein Drittel unserer Zeit, mit dem Thema für unser Geld zu arbeiten, gerade in Deutschland dann doch mehr als in anderen Ländern. Und tatsächlich nur 100 Tage kümmern wir uns um unser Geld. Damit sind aber auch schon Versicherungen, Bankgeschäfte und alles mit einbegriffen. Bedeutet also, dass wir eigentlich nur ein Hundertstel unserer Zeit aufwenden, um uns tatsächlich über unsere Finanzen Gedanken zu machen. Das finde ich persönlich viel zu wenig, denn man kann über Trading und Investment sehr, sehr schöne Erfolge erzielen. Wie gesagt, was aus den Strategien vom letzten Mal geworden ist, hättet ihr sie konsequent umgesetzt. Das werde ich euch nachher zeigen. Und wenn ich gerade in mein Depot gucke mit dem Euro-Dollar, muss ich auch sagen, treibt es mir fast die Tränen in die Augen, weil das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und ich werde es nachher in meiner Skype-Gruppe in der Ausbildung auch noch posten. Das war gut, was der Paul gerade gesagt hat. Ja, dann habe ich angefangen, Fonds zu managen. Und zwar ging es da los 2007, bin ich zu einem der größten Asset-Manager gekommen. Hier in Frankfurt am Main, das Haus verwaltet über 300 Milliarden. Und 2,5 Milliarden durfte ich da auch managen in insgesamt 4 Fonds. Habe das in meiner Zeit sehr aktiv, sehr gut gemacht, habe verschiedene Preise für die Fonds gewonnen, habe entsprechend schöne Renditen auch für meine Kunden erzielt, über 500 Millionen nach Kosten konnten meine Kunden da vereinnahmen. Und das sind genau die Strategien, die ich euch heute auch zeige, die ihr eben auch für euer Portfolio wunderbar mit nutzen könnt. Hab wie gesagt meine eigene Webseite www.anregungsstarke.de. Und wenn es heute zu schnell geht mit den 6 Strategien, könnt ihr da alles nochmal nachlesen. Ihr findet da alle Strategien lang und ausführlich beschrieben. Und mittlerweile bin ich finanziell frei und selbstständig, kann also das machen, was ich möchte. Und worauf ich eben richtig Lust habe, ist das Thema Finanzbildung in Deutschland voranzubringen. Und warum ist das so eine Herzensangelegenheit? Warum ist mir das so wichtig? Ihr seht hier Deutschland auf Platz 18 und es geht um das Median- und Durchschnitts-Netto-Geldvermögen pro Kopf aus dem Jahr 2017. Heißt also, alles, was wir an Geldvermögen besitzen, beziehungsweise an Vermögen minus die Verbindlichkeiten, entspricht eben diesem Netto-Geldvermögen. Und es ist einfach die Frage, wie reich sind die Deutschen im Durchschnitt? Und da seht ihr, naja, Platz 18, Österreich, Italien, Frankreich und andere vor uns, ist in Ordnung. Wenn man aber jetzt weiß, dass der Durchschnitt einer Grundgesamtheit sich natürlich dadurch ergibt, dass man alles zusammenrechnet und durch die Anzahl der entsprechenden Probanden teilt und das in Deutschland natürlich stark verzerrt ist, weil 1% der Deutschen tatsächlich 40% vom Wohlstand besitzt, muss man sagen, das ist nicht so wirklich repräsentativ für die Gesellschaft. Denn das reichste Prozent der Deutschen, was wirklich 40% des Vermögens besitzt, hat natürlich andere Zugänge, andere Bildung, hat Vermögensverwalter, hat eben entsprechende Experten an der Hand. Und diese 1% lassen ihr Vermögen natürlich sehr, sehr gut für sich arbeiten. Deswegen finde ich es immer besser, auf das Medianvermögen zu gucken. Und was macht jetzt das Medianvermögen? Das guckt also, wenn wir zum Beispiel 100 Leute haben, die in einer Schlange stehen, einfach, wo ist die Mitte, also wo sind wir beim 50. und guckt, wie viel haben entsprechend links weniger, also wie viel 50 haben weniger und wie viel 50 haben mehr. Bedeutet also, man teilt die Verteilung hier genau in der Mitte. Ausreißer werden damit nicht berücksichtigt. Und das Spannende ist, wenn man das tatsächlich hier in Deutschland mal macht, sieht man, Deutschland ist nicht mehr in den Top 20, also das deutsche
Netto-Geldvermögen pro Kopf im Median ist nicht in den Top 20, sondern tatsächlich nur Platz 24. Und das lässt mich zu der Konklusion kommen, dass Deutschland tatsächlich arm ist. Man mag es nicht glauben, denn wir arbeiten sehr viel, wir arbeiten sehr lang, wir arbeiten auch sehr hart, wir gehen später in Rente. Aber wie gesagt, wir tun sehr wenig, eben nur diese 100 Tage beschäftigen wir uns mit unserem Geld. Und das ist schade, denn Länder wie Finnland, Spanien, auch durch die Euroland-Krise entsprechend geplagt, Südkorea, Österreich, Großbritannien mit dem Brexit, Irland, USA, selbst in der USA, wo man ja sagt, es ist ein Land, was sehr ungleich verteilt ist, wo das reichste Prozent sogar 60% des Vermögens besitzt, ist eben im Median Geldvermögen reicher. Frankreich, Schweden, Israel, Italien, groß in der Presse momentan wieder mit Schulden und mit Problemen in der Eurozone, Australien und so weiter. All diese Länder haben halt mehr Median-Netto-Geldvermögen und das finde ich schade. Und im Wesentlichen liegt es daran, dass die Deutschen von Hause aus sich nicht mit Finanzen auskennen, keine Ahnung von ihrem Geld haben. Das finde ich schade, denn meine persönliche Mission ist, das ein Stück weit zu ändern, Menschen dabei zu helfen, finanziell frei zu werden, ihre finanzielle Freiheit entsprechend zu fokussieren. Und wie gesagt, das kann man mit der Börse wunderbar erreichen. Man braucht keine Angestellten. Man muss sich nicht mit den Regulierungen des Staates großartig beschäftigen, sondern was man für Börsenerfolg braucht, für finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit, ist nur eins. Man braucht eine Strategie. Und wenn man diese Strategie hat, muss man sie entsprechend konsequent umsetzen. Nicht mehr und nicht weniger. Und jeder, der das hat, kann eben am Markt sehr gute Erfolge erzielen, egal ob es ein 25-Euro ETF-Sparplan auf den S&P 500 ist oder ob es so wie heute ein bisschen mehr Ideen oder ein bisschen mehr Arbeit bedarf, um eben die Märkte auch deutlich zu schlagen. Aber ich kann euch versprechen, das, was ich euch heute vorstelle, reicht aus, um nach 10 Jahren 99% der Fondsmanager zu schlagen, weil ihr eben nicht diese Kostenbelastung habt, die ein Fondsmanager hat. Das ist einfach so Regulierung, Vertrieb, Overhead und. Das sind alles Kostenkomponenten, die getragen werden müssen. Wenn ihr euch also selber Gedanken macht, wenn ihr diese Strategie nutzt, könnt ihr wunderbar finanzielle Freiheit erreichen und euer Portfolio optimieren und damit gute Erträge generieren. Und damit genug der Vorrede. Ich hoffe, ich habe euch motiviert. Ich hoffe, ihr seid jetzt voll bei mir. Wie gesagt, ich brenne für das Thema. Es ist unglaublich spannend an der Börse. Es passiert immer wieder was Neues. Und mit den richtigen Strategien kann man auch gutes Geld verdienen. Und was macht jetzt eine gute Strategie aus? Also bevor ich den zweiten Schritt mache und mich um die Umsetzung der Strategien kümmere, was macht denn erstmal eine gute Strategie aus? Das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Ihr wollt natürlich eine schöne Equity Curve sehen. Ihr wollt also einen schönen Kapitalverlauf einer Strategie sehen. Und hier seht ihr eine Strategie, die zum Beispiel in einem Jahr 100 Trades macht und die von 10.000 Euro auf 30.000 Euro eure P&L wachsen lässt. Also aus 10.000 Euro hättet ihr 30.000 Euro gemacht. Damit sicherlich deutlich mehr als Olaf Scholz. Und das sind Systeme, die halt gerne im Internet verkauft werden. Das sind Systeme, wo eben gerne Kunden auch einfach bei Wikifolio und anderen mit aufspringen. Das sind zum Beispiel auch klassische Fondsverläufe, wo ein Retail-Kunde sagt, Mensch, diese Performance, die fixt mich an. Der Portfolio-Manager hat doch hier richtig Ahnung. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, würdet ihr dieses Handelssystem handeln, sagen wahrscheinlich die meisten von euch ja. Na klar, warum nicht? Das ist auch eine tolle P&L, das geht von 10 auf 30.000 hoch. Und ich muss ehrlich sein, natürlich, solch eine Wertentwicklung finde ich auch interessant. Wenn ich so eine P&L sehe, möchte ich natürlich auch wissen, ja, was steckt dahinter? Denn das ist die große Kunst. Es reicht nicht nur aus, wenn der Chart von links nach rechts läuft, wenn die Performance also positiv ist. Und dazu lade ich euch ein, sondern ihr solltet auch verstehen, warum etwas nach oben geht. Und diese Frage nach dem Warum, also die eigentliche Frage, warum ist jetzt hier ein Anstieg, finde ich persönlich sogar noch wichtiger als die P&L selber. Und wenn ich euch sage, warum dieser Graph hier gerade so schön war und dieser hier nicht mehr so schön ist, dann werdet ihr sagen, Mensch, das ist vielleicht keine Handelsstrategie, die ihr regelmäßig in euer Portfolio mit einbeziehen möchtet, die ihr vielleicht nicht unbedingt traden wollt. Warum? Was habe ich hier gemacht? Das ist eine sogenannte Martingale-Handelsstrategie. Das ist das klassische Roulette-Spiel. Bedeutet also, ihr kennt das Roulette, schwarz und rot, das kennt ihr ganz bestimmt. Und wenn ihr beim Roulette seid und ihr setzt auf Rot 2 Euro in dem Fall und Rot kommt, was habt ihr gewonnen? 2 Euro. Dann setzt ihr wieder auf Rot und wenn Rot wiederkommt, was habt ihr gewonnen? Wieder 2 Euro. Dann habt ihr wieder 2 Euro und wieder 2 Euro und wieder 2 Euro. Aber dann ist es manchmal so im Leben und auch an der Börse, es kommt nicht Rot, sondern was kommt? Tja, Schwarz. Nicht die grüne Null, die nehmen wir hier mal raus, aber es kommt Schwarz. Und es kommt einmal Schwarz und dann setzt ihr beim nächsten Mal nicht 2 Euro, sondern ihr verdoppelt euren Einsatz. Ihr setzt also nicht 2 Euro, sondern 4 Euro, dann setzt ihr 8 Euro, dann setzt ihr 16 Euro, 32, 64 und so weiter. Und was kommt am Ende dabei raus? Wenn ihr eben 5 oder 6 Mal schwarz hintereinander habt, kommt auf einmal hier dieser riesen Drawdown,
Also dieser Riesenwertverlust, der euer Konto natürlich entsprechend belastet, der euer Konto im Zweifel sogar platt macht, weil ihr eben nicht unendlich Geldvermögen habt. Also man spricht von dieser martingalen Handelsstrategie auch als dem sogenannten St. Peterburger Spiel. Das hat tatsächlich einen Erwartungswert von unendlich, ist aber in der Praxis Quatsch, weil selbst im Casino irgendwann ein Tischlimit einsetzt und auch ihr als Trader, wenn ihr 10-mal hintereinander verloren habt, müsst ihr eben den 1000-fachen Kapitaleinsatz bringen, um tatsächlich hier mit dieser Strategie noch erfolgreich sein zu können. Und das ist natürlich extrem schwer, hier solche Kapitaleinsätze zu bringen, hier entsprechend so groß auch ins Obligo zu gehen. Deswegen ist es in der Praxis für uns alle nicht möglich, diese Handelsstrategie tatsächlich umzusetzen. Aber trotzdem, sehr viele Leute fallen auf diese Strategie rein. Sehr viele Leute sagen im Internet, Mensch, das ist doch hier die wunderbarste aller Handelsstrategien. Ich muss einfach nur sehen, dass ich diesen Drawdown in irgendeiner Form vermeide. Aber in der Praxis werdet ihr sehen, es wird automatisch irgendwann kommen. Die längste Serie reißt irgendwann und die Grundidee ist, wenn ihr eine Handelsstrategie habt, also ich zeige euch gleich Graphen, die laufen auch so wunderbar von links unten nach rechts oben, ist es mir persönlich immer unglaublich wichtig, dass ich auch verstehe, was da tatsächlich passiert. Also ich stelle mir immer die Frage nach dem Warum. Und das Warum ist mir meistens sogar noch wichtiger als die eigentliche Equity Curve, also die eigentliche Frage, läuft das System jetzt von links unten nach rechts oben? Und wenn ich die Frage nach dem Warum stelle, werde ich sie euch natürlich auch beantworten. Und eine Strategie, die ich seit Jahren schon in Seminaren, in Workshops an Universitäten unterrichte, die ich auch für meine Fonds sehr intensiv umgesetzt habe, ist eine sehr einfache Strategie. Und zwar ist es eine Strategie, die Trader anwenden können, die aber auch Investoren sehr leicht in ihr Portfolio integrieren können. Und die Strategie beruht jetzt auf zwei einfachen Ideen. Die erste Idee ist, und das seht ihr hier sehr schön, kleine und mittelständische Aktien, hier mal dargestellt durch den MDAX, aber es würde auch im SDAX gut funktionieren, haben eine bessere langfristige Performance als große Aktien. Für diese Erkenntnis der sogenannten Small Cap Prämie gab es einen Nobelpreis vor 30 Jahren. Das ist eine sogenannte Faktorprämie, beruht im Wesentlichen auf dem Faktor Illiquidität. Die Grundidee ist, dass große Fonds, große ETFs eben sich schwer tun, in MDAX oder SDAX Titel zu investieren oder auch global eben in Small und Mid Caps. Muss jetzt nicht in Deutschland sein, kann auch überall anders auf der Welt sein. Und deswegen eben kleine und mittelständische Unternehmen einfach eine bessere Performance machen als große Unternehmen. Und dann sagt ihr, naja, das ist jetzt ja nicht wirklich eine tolle Strategie. Ihr seht auch, der MDAX hat jetzt besser performt, hat mehr Ertrag bei ein bisschen weniger Risiko als der DAX. Und das ist auch nicht die Strategie, die ich euch vorstellen möchte, sondern ich möchte ein Phänomen zeigen, was ich persönlich sehr spannend finde. Und zwar ist das der saisonale Verlauf dieser Strategie. Dann schaut euch mal bitte an, wie das die ersten 9 Monate ist, welcher Markt besser läuft, ob der MDAX besser läuft oder der DAX und wie das im letzten Quartal ist. Und was ihr da rausfinden könnt, ist Folgendes. In den ersten Monaten des Jahres, also konkret im Januar, im Februar, im März, April, im Mai, im Juni, Juli nicht, aber August und September, ist dieser rote Balken, also sprich der MDAX, immer wieder besser als der blaue Balken. Also unser MDAX hat tatsächlich mehr Performance. Das ist jeweils diese gelbe Strecke, die ich hier anmarke. Das ist quasi die Outperformance, hier passt es nicht, mache ich mal ein X, aber das ist quasi die Outperformance in den ersten 9 Monaten des Jahres vom MDAX gegenüber dem DAX. Und dann im vierten Quartal, das hier ist das vierte Quartal, passiert Folgendes, auf einmal ist der DAX besser. Der DAX hat auf einmal eine höhere Performance als der MDAX. Und das ist erstmal eine Kausalität, eine Logik, die sehr spannend ist, die man beobachten kann und die es zu begründen gilt. Und die Begründung ist aus meiner Sicht sehr einfach. Ich habe ja über 11 Jahre Fonds gemanagt. Und natürlich weiß jeder Fondsmanager um dieses Phänomen der Small Cap Prämie. Jeder Fondsmanager weiß um den Nobelpreis und jeder Fondsmanager kennt das Thema Illiquidität und spielt es auch. Bedeutet also, am Jahresanfang ist es für einen Fondsmanager, der den DAX als Benchmark hat, nur logisch und konsequent zu sagen, hey, liebe Freunde, ich packe ein bisschen was in den MDAX rein, also ich packe ein bisschen was in Small und Mid Caps rein, einfach weil ich weiß, dass diese Small und Mid Caps auf lange Sicht diese Outperformance machen. Wenn ich dann hier vielleicht im 5., 6., 7., 8., 9. Monat des Jahres meine Outperformance gemacht habe, also irgendwo hier die Outperformance habe, werde ich entsprechende MDAX-Titel wieder verkaufen und ich werde entsprechend den DAX kaufen. Das ist ein ganz normales Verhalten und das wird sich auch so lange wiederholen, wie eben das Geschäftsjahr, also das Jahr, nachdem ein Fondsmanager gemessen wird, immer vom 1.1. bis zum 31.12. geht. Also so wie bei euch in der Firma wahrscheinlich auch. Das ist so, wenn ihr im Vertrieb arbeitet oder auch in anderen Berufen, dass eure Ziele in der Regel vom 1.1. bis zum 31.12. erreicht werden sollen. So ist es auch für den Fondsmanager. Am 1.1. geht das Geschäftsjahr für ihn los. Am 31.12. hört das Geschäftsjahr auf. Und wenn er seine Outperformance durch Small- und Mid-Caps macht, weil er einfach weiß, dass hier diese Outperformance
gerade am Anfang des Jahres da ist und dann am Ende des Jahres, also im vierten Quartal, die Outperformance einfach einloggt, den DAX wieder kauft und den MDAX verkauft, kann man sehr schöne Erträge erzielen. Das können Investoren sehr gut nutzen, indem sie zum Beispiel sagen, ja, die ersten 7 Monate des Jahres kaufe ich mir einen MDAX-ETF und die letzten 3 Monate kaufe ich mir einen DAX-ETF. Das können aber auch Trader wunderbar nutzen. Ihr könntet zum Beispiel sagen, wenn ihr jetzt am Anfang des Jahres traden wollt, geht ihr den MDAX eher long, den DAX eher short und am Ende des Jahres geht ihr dann den DAX eher long und den MDAX vielleicht short, weil dann setzt ihr hier auf eine Kapitalmarktanomalie, auf eine Kausalität, wo ihr einen wunderbaren und einfachen Vorteil habt. Und lieber Nelson, wenn Fragen kommen, schreib bitte rein. Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz so leicht zu verstehen, die Strategie, aber falls es Fragen und Ideen gibt, jederzeit gerne an mich. Ich zeige euch mal, was rausgekommen wäre, wenn ihr jeweils 3 Quartale den MDAX long gewesen wärt und den DAX short und im vierten Quartal das gedreht hättet. Das hier, wie gesagt, als marktneutrale Position. Das ist eben mein Basisinvestment, so wie ich momentan mein Geld auch anlege. Wenn ich also nicht denke, dass Aktien steigen, wenn ich einfach einen großen Teil in Cash oder in sicheren Anlagen haben möchte, gehe ich nicht in die Anlageklasse Cash, weil die ist ja, wie ihr wisst, nicht verzinst, sondern ich mache es einfach so, dass ich die ersten 9 Monate des Jahres den MDAX long bin, den DAX dagegen short, das kann man wunderbar über Futures machen und im vierten Quartal dann entsprechend den DAX long bin und den MDAX short. Und ihr seht, ihr habt hier eine Strategie mit 8% Performance im Jahr und ungefähr 3% Volatilität. Der größte Maximum Drawdown war etwas unter 10%. Also eine sehr tolle Strategie. Über 30 Jahre gibt es die schon, seit 6 Jahren handle ich die aktiv und ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert, wie gut, wie performant diese Strategie ist und wie toll die Strategie in meinem Portfolio arbeitet. Und ich zeige es euch auch mal für dieses Jahr, ihr könnt es euch auch gerne im Backtest einfach visuell für die letzten Jahre angucken. Das ist wie gesagt eine Strategie mit einer ganz einfachen Idee, mit einer ganz einfachen Kausalität. Was ihr hier seht, ist der Jahresanfang, ihr seht unten 2018 bis jetzt Ende September, also die ersten 9 Monate und ihr erinnert euch, das war genau dieser Zeitraum, den ich hier auch gezeigt habe. Also die ersten 9 Monate im Jahr bin ich entsprechend den MDAX long. Den MDAX seht ihr oben. Und was bin ich dagegen short? Ganz genau, ihr wisst es, es ist der DAX. Und worauf setze ich jetzt? Ich setze jetzt nicht darauf, dass der MDAX oder der DAX im Plus oder im Minus sind, sondern ich setze auf die relative Bewegung. Das heißt, ich setze hier jeweils auf diesen Spread zwischen der blauen und der roten Linie. Und ihr seht, der atmet auch. Also hier teilweise waren es über 8% Unterschied. Und am Ende September war der Unterschied ungefähr um die 4,5%. Also der MDAX war mit minus 77 Basispunkten leicht im Loss. Also hättet ihr den MDAX ETF gekauft, wäre das okay gewesen. Und der DAX hätte mit über 5% ein etwas größeres Loss gehabt. Die Grundidee ist aber, wenn ich jetzt das eine von dem anderen subtrahiere, also MDAX Long bin gegen DAX Short, habe ich eine Performance von ungefähr 4,5% auf die ersten 9 Handelsmonate gemacht. Wenn ich da jetzt über Futures agiere, kann ich natürlich wunderbar einen Hebel auch draufsetzen. Wie gesagt, wenn ich das als Kassenersatz mache, als Liquiditätsersatz, weil die Futures sind ja sehr liquid, ich kann jederzeit an mein Geld ran, dann würde ich da nicht unbedingt einen Hebel drauf bauen, weil das natürlich, wie gesagt, auch atmet und es durchaus auch passieren kann, dass eben zum Beispiel der MDAX auch mal eine schlechtere Performance hat als der DAX. Wie gesagt, die letzten 6 Jahre war das nicht der Fall in den ersten 9 Monaten. Aber hier nicht zu viel Hebel nehmen, nichtsdestotrotz 4,5% für ein Cash-Äquivalent ist, denke ich, eine ganz coole Anlage. Und wie sieht es jetzt aus? Was habe ich jetzt Anfang Oktober gemacht? Wer weiß es? Was habe ich Anfang Oktober gemacht? Weil hier seht ihr ja nur die ersten 9 Monate im Jahr. Was habe ich jetzt also hier Anfang Oktober gemacht? Was habe ich gemacht? Ganz klar, ich habe natürlich gedreht. Ich bin jetzt quasi den DAX long gegangen und bin den MDAX dagegen short. Ich habe jetzt also den DAX Future long. Könnt ihr auch über CFDs machen oder über ETFs. Und bin den DAX entsprechend long und bin den MDAX dagegen short. Was habe ich? Also ich habe jetzt über den DAX long quasi 8% verloren und über den MDAX short habe ich 10,5% gewonnen. Bedeutet also, ich muss wieder hier die Differenz zwischen beiden nehmen, habe also eine relative Performance aus diesem Spread, also aus dieser Differenz zwischen der roten und der blauen Linie von aktuell ungefähr 2,5%. Das ist natürlich für einen Tagesgeldersatz nach knapp 2 Monaten keine schlechte Rendite, oder? Das ist eine Strategie, die ganz spannend ist. Wie gesagt, im Trading könnt ihr das ganz einfach für euch nutzen, wenn ihr sagt, hey, ich möchte jetzt einfach long sein, seid doch eher long im DAX. Und wenn ihr short sein möchtet, seid doch vielleicht im vierten Quartal eher short den MDAX. Und in den ersten 3 Quartalen des Jahres macht ihr es genau andersrum. In den ersten 3 Quartalen seid ihr dann eben entsprechend eher den MDAX long und den DAX entsprechend eher short, weil da setzt ihr auf eine Kausalität, die unter Portfolio-Managern regelmäßig umgesetzt wird, auf ein Verhalten, was am Markt sich regelmäßig beobachten lässt.
wovon ihr eben ganz einfach, ganz entspannt auch profitieren könnt. André? So, lieber Nell, ja. Wir haben eine Frage dazu. Und zwar zu der Performance, ob da jetzt Kosten berücksichtigt sind. Ja, eine sehr gute Frage. Und ich merke schon, die Leute von FX Flat stellen die richtigen Fragen, finde ich super. Ich habe das jetzt hier einfach ohne Kosten gerechnet. Von den Transaktionskosten her ist es auch sehr, sehr gering, weil ihr ja an dieser Grundannahme nur zwei Transaktionen habt, einmal am Anfang des Jahres und dann am Beginn des vierten Quartals. Das fällt nicht weiter ins Gewicht. Und auch von den Finanzierungskosten her, gerade wenn ich das über den Future abbilde, ist es relativ entspannt, weil ich natürlich ein Future Long und ein Future Short bin. Bedeutet also, ich habe hier eine relativ geringe Margenauslastung und die Cost of Carry fallen relativ wenig ins Gewicht. Bei 8% Performance jedes Jahr und 3% Volatilität könnte man das selbst noch über CFDs umsetzen oder auch über ETFs. Aber ich habe es tatsächlich ohne Kosten gerechnet. Ich habe es hier auch nicht auf die Futures gerechnet, sondern ich habe mir einfach die Spot-Performance von dem einen Index gegen den anderen Index angeschaut. Das ist natürlich in der Praxis nicht ganz so leicht möglich, aber die Kosten, sage ich mal, selbst wenn man es mit ETFs umsetzt, ist vielleicht ein halbes bis 1% über Futures oder CFDs, ist es wahrscheinlich sogar noch weniger. Man kann es natürlich auch so umsetzen, dass man ein Aktienportfolio long ist und wenn man marktneutral sich aufstellen möchte, jetzt zum Beispiel dann den Aktienmarkt DAX long ist mit Einzelaktien und da den Future dagegen stellt. Aber hier in der Grafik, sehr guter Hinweis, hatte ich nicht gesagt, vielen Dank, ist es tatsächlich so, dass entsprechend keine Kosten mit drin sind. Wie gesagt, zwei Transaktionen im Jahr erzeugen nicht so viele Kosten und die Haltekosten hebeln sich raus, weil ein Long Future und ein Short Future dabei ist, beziehungsweise ein Long CFD und ein Short CFD. Und das kann man dann über FX Flat auch relativ günstig handeln. Man kann es natürlich auch aktiver spielen. Man könnte natürlich auch nur auf diesen Spread setzen, also nur auf diesen Unterschied zwischen der roten und der blauen Linie. Das kann man zum Beispiel mit Bollinger Bändern noch weiter optimieren. Also immer wenn es Ausschläge gibt, kann man den Profit mitnehmen und wenn es zurückkommt, kann man dann wieder in die Position reingehen. Aber die Grundidee, so wie ich es gerade vorgestellt habe, ist erstmal ohne Transaktionskosten. Weitere Fragen? Ja, hier war die Frage, beziehungsweise Transaktionskosten wäre dann insgesamt 8, aber natürlich jeweils für den Wechsel und pro Produkt, ne? Und nicht 2 pro Jahr. Da hat der Teilnehmer nur eine Anmerkung gegeben. Genau, also ich muss ja den DAX Long und den MDAX Short im vierten Quartal, so wie ich es gemacht habe, dann muss ich am Ende muss ich die Position schließen und wieder neu aufmachen und dann muss ich die Position wieder eingehen. Also am 1.1. will ich dann den DAX Future Short und den MDAX dagegen Long, aber im Vergleich zu dem, was viele Daytrader machen, sind das natürlich relativ wenig Transaktionen, das stimmt. Aber tatsächlich sind 8 Einzeltransaktionen oder 4, wenn man es gleich nettet, wenn man dann quasi gleich von Short auf Long. Dann weitere Frage. Steigt man somit zum entsprechenden Quartal Market ein und lässt das Ganze bis zum Wechsel laufen? Fragezeichen. Wie sieht es mit dem Risikomanagement aus? Genau, also die einfachste Idee ist es wirklich zum Quartalswechsel einfach Market zu machen. Also man kann es auch als Spread traden, aber man kann es auch einfach Market umsetzen. Ich selber, wie gesagt, handle das ohne Hebel. Für mich ist das eine Brot- und Butter-Strategie. Man kann es natürlich weiter optimieren und da komme ich am Ende noch zu. Das ist das sogenannte ATM-Modell, Analyse, Trading und Management. ATM bedeutet in dem Fall, dass ich euch jetzt hier nur Analysen zeigen kann, wie ihr das in der Praxis noch weiter verbessert. Darauf kann ich jetzt hier in der Stunde nicht eingehen. Aber natürlich, wie gesagt, der Spread atmet auch. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, durch einen Indexwechsel ändert sich was oder man tradet einzelne Positionen, macht da nochmal eine Selektionsprämie drauf und, und. Also man könnte hier noch ein bisschen das weiter verfeinern. Die Grundanalyse, so wie ich es vorgestellt habe, so wie dieser Backtest hier auch konzipiert ist, ist einfach zum Quartalswechsel Market, dann entsprechend in der Schlussauktion den Future drehen. Wie gesagt, man kann es aber auch noch weiter verbessern. So die Grundanalyse ist erstmal die ersten 3 Quartale im Jahr eher auf den MDAX setzen und im vierten Quartal dann eher auf den DAX und den anderen Markt dagegen short. Okay, dann gerne nächste Strategie. Super, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Strategie. Die ist auch relativ bekannt. Und wie gesagt, ich habe mir die Strategien auch nicht selber ausgesucht oder ausgedacht, sondern ich habe die meistens von wissenschaftlichen Papern übernommen. Das, was ich gerade vorgestellt hatte mit MDAX DAX, das funktioniert in allen Märkten, also auch in Amerika, auch im Eurostoxx, im Kakaron, also überall. Und es war ein Paper von der Yale-Universität, die das untersucht hatte und da entsprechende Bewertungsineffizienzen festgestellt hat. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist der sogenannte Index-Effekt. Den habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, weil wir die große Index-Umstellung am 24.09. hatten. Im MDAX, im DAX, im SDAX hat sich ja einiges getan zum Indexwechsel.
Und das habt ihr wahrscheinlich aus der Presse auch mitgenommen. Der Montag war der große Indexwechsel und da gibt es einen Effekt, der sich regelmäßig auch in den wissenschaftlichen Studien wiederfindet, der auch für mich immer mehr an Bedeutung gewinnt und den ich euch kurz präsentieren möchte. Die Idee ist einfach und intuitiv, bedeutet also, ich glaube, dass mir da jeder das entsprechend abkauft, wenn ich das sage, auch wenn ihr das wahrscheinlich nicht so intensiv untersucht habt wie ich. Vielleicht habt ihr es auch, würde mich sehr freuen. Aber die Grundidee ist relativ simpel. Ihr guckt einfach, welche Aktie in einen Index aufgenommen wird. Und was euch als Beispiel sofort einfällt, ist natürlich vor dem Indexwechsel bestimmt die Wirecard. Und ihr guckt euch an, welche Aktie aus einem Index ausscheidet. Und ihr wisst eben zum Beispiel, dass da die Commerzbank in unserem heimischen DAX ganz prominent in der Presse Wirecard rauf, Commerzbank raus war. Und die Grundidee ist eben, ihr kauft jetzt die Aktie, die vor dem Indexwechsel quasi noch nicht in dem Index ist und ihr verkauft vor dem Indexwechsel die Aktie, die schon in dem Index ist. Und nach dem Indexwechsel dreht ihr das ganze Spiel um. Also konkret bedeutet das, vor dem 24.09. seid ihr entsprechend Wirecard Long, Commerzbank Short. Und nach dem 24.09. dreht ihr die ganze Geschichte um, seid dann also Commerzbank Long, Wirecard Short. Ist wieder eine marktneutrale Strategie, also eine Aktie im Exposure Long gegen eine andere Aktie im Exposure Short. Und das sind so Strategien, die wir als Portfolio-Manager natürlich total mögen. Dinge, die also marktneutral sind, wo wir uns jetzt nicht drüber Gedanken machen, ob der S&P steigt oder fällt, sondern wo wir einfach auf relative Bewegungen gegeneinander setzen. Das können ja private Investoren mittlerweile auch super gut machen durch die ganzen CFDs, die angeboten werden, durch die ganzen Möglichkeiten auch im Future, die der Private heutzutage hat. Man muss ja nicht immer eine Outright-Meinung haben, sondern man kann relativ einfach und simpel eben auch hier einzelne Trades marktneutral umsetzen, indem man eben einen Markt long ist und einen anderen Markt dagegen short. Es gibt sehr viele empirische Belege. Die größte Studie, das ist hier die sogenannte Index Premium and its Hidden Costs. Findet ihr auch bei mir auf der Webseite, zeige ich euch gleich auch mal in Ruhe. Und da wird eben explizit auch auf die Kosten von ETFs eingegangen. Mittlerweile sind das knapp über 70 Basispunkte, die ETFs da auch bezahlen. Es gibt andere Studien, die haben sich das auch angeschaut auf unsere Märkte, also für den DAX. Und die Grundidee ist immer die gleiche. Wenn eine Aktie in einen Index aufgenommen wird, wird sie steigen. Wenn eine Aktie aus dem Index ausschaltet, wird sie fallen. Und das ist ein Phänomen, also dieser Indexeffekt, den gibt es schon in der Wissenschaft sehr lange. Und so wie ich mir den anschaue, hat er in den letzten Jahren nochmal extrem an Bedeutung gewonnen. Und warum ist das so? Warum ist jetzt die Bedeutung vielleicht größer als vor 10 oder vor 15 Jahren? Das liegt einfach daran, dass natürlich zwischen Ankündigungs- und Umsetzungstag einmal auch entsprechend längere Zeiten liegen als früher. Also man kann heutzutage auch über die Algorithmen, die hinter so einer Indexumstellung stehen, die werden ja alle öffentlich transparent bekannt gegeben, sei es jetzt von S&P oder sei es von der Deutschen Börse. Da weiß man ja ganz genau, wann wie ein Indexwechsel stattfindet. Und diese Zeiträume zwischen Ankündigungen, also der Bekanntgabe, wann eine Aktie definitiv rein und raus geht und Umsetzung, die werden immer länger. Das ist ein wichtiger Effekt. Und warum werden die länger? Weil natürlich passive Investments, sogenannte Index-Tracker, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn mittlerweile 25% in Amerika am S&P 500 durch ETFs angelegt werden müssen oder angelegt werden vielmehr und diese ETFs dann entsprechend beim Umsetzungstag erst ihr Aktien kaufen dürfen, dass da entsprechend große Effekte passieren. Also zu gut Deutsch, wenn ihr einen ETF auf den DAX habt und BlackRock bzw. iShares euer Anbieter ist, dann ist es so, dass die iShares per Investmentgesetz erst am 24.09. die Wirecard tatsächlich kaufen dürfen und die Commerzbank tatsächlich verkaufen. Warum? Erst zu diesem Tag ist es so, dass die eine Aktie dann in den DAX reinkommt und die andere Aktie aus dem DAX ausscheidet. Relativ simpel, relativ logisch und durch den Gesetzgeber vorgegeben. Natürlich ist es so, dass jetzt iShares und BlackRock, die ja im Schnitt 6, 7, 8% mittlerweile an jedem DAX-Konzern halten, nicht 6, 7, 8, 9 oder 10% einer Aktie an einem Tag kaufen und verkaufen möchten. Das würde ja zu extremen Verwerfungen führen, da wäre die Liquidität auch gar nicht zu geeignet, sondern sie machen das in sogenannten Dark Pools. Sie handeln also an der Börse vorbei mit anderen Indexanbietern, mit teilweise auch Indexarbitrageuren. Und es gibt einfach den Deal, dass sie größere Stücke, sogenannte Block Trades, dann an diesen Indextagen übernehmen. Bedeutet also, es gibt aktive Händler, zum Beispiel Indexarbitrageure, aber auch Private, die das ausnutzen können, die die Wochen und Monate vorher schon die Aktie kaufen, teilweise auch schon vor dem Ankündigungstag, die in den Index reinkommt. Und die Aktie, die dann ausscheidet, entsprechend short gehen, also in der Laie entsprechend verkaufen und diese Transaktion am 24.09. dann zu den großen ETF-Anbietern quasi übergeben. Das ist, wenn man so will, legales Frontrunning, weil man weiß ja, was die großen ETF-Anbieter machen und kann das eben als Privater auch relativ gut ausnutzen, kann also hier von dieser Idee relativ simpel profitieren.
Ich habe jetzt hier mal die Zahlen von der Studie mitgebracht. Die Studie ist ein bisschen älter schon. Der hat aber herausgefunden, dass vor dem Indexwechsel 10 Tage und auch noch länger davor die Aktie, die in einen Index reinkommt, im Schnitt sogar um 8% steigt und die Aktie, die ausscheidet, um 12% fällt. Das sind natürlich extreme Werte. Nichtsdestotrotz, die Studie hat das gut untersucht. Die hat über 1000 Transaktionen gemacht. Selbst wenn es jetzt nur die Hälfte oder ein Drittel ist, kann man mit diesen Zahlen sehr gut arbeiten. Und man sieht eben auch, was passiert direkt nach dem Indexwechsel. Da passiert erstmal nicht so viel. Also wenn die ETFs dann quasi die Wirecard gekauft und die ETFs dann die Commerzbank verkauft haben, passiert erstmal nicht so viel. Wenn man aber sich das ein bisschen länger anguckt, dann wird man sehen, dass der zweite Effekt auch wieder sehr spannend ist, dass eben hier direkt vor dem Announcement die einzelnen Aktien steigen, falscher Stift, pardon, dass die hier entsprechend vorher steigen und danach eher sogar runtergehen, beziehungsweise die Aktie, die ausscheidet, hier die Commerzbank zum Beispiel, erst massiv fällt, dann eine Zeit seitwärts läuft und dann sogar steigt. Und bitte nicht so verstehen, das ist jetzt hier keine absolute Performance, die Nulllinie, sondern das ist ja eine relative Performance. Bedeutet also, der eigentliche Indexeffekt wurde nochmal abgezogen. Bedeutet also, die Aktien, die in den Index aufgenommen werden, sprich Wirecard, haben dann eher eine Underperformance zum Index. Die Aktien, die ausscheiden, jetzt hier zum Beispiel Commerzbank, die haben danach zu ihrem neuen Index, in dem Fall dem MDAX, eine entsprechende Outperformance. Dieses CI heißt Konfidenzintervall, bedeutet einfach, dass diese Analyse relativ signifikant ist. Und der Effekt kann sich bis zu 100 Tage nach dem Indexwechsel tatsächlich auch in den einzelnen Portfolien finden. Ich habe das dann mal analysiert, ich habe dann einfach mal in die Studie reingeguckt, habe mir mal die 1000 Trades genommen, bin jeweils die Aktie long gegangen, die in den Index eingenommen wird und bin die Aktie short gegangen, die aus dem Index ausscheidet. Und ich habe hier gefunden, dass die Performance in dieser Zeit dann exorbitant gut war. Das ist natürlich ein reiner Backtest. Ich habe nicht darauf gehandelt, keine Transaktionskosten wurden in irgendeiner Form berücksichtigt. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir das anschaue und die Idee dahinter verstehe, sage ich, wow, die Idee vom Indexeffekt gefällt mir gut. Es lässt sich eben eine gewisse Empirie zeigen. Und für mich bedeutet das, wenn ich jetzt weiß, dass eine Aktie in einen Index aufgenommen wird, möchte ich dann long oder short sein? Blöde Frage. Vor der Aufnahme möchte ich long sein und beim Ausscheiden möchte ich entsprechend short sein. Und das kann man sich sehr schön anschauen, auch für die Wirecard und die Commerzbank vor dem 24.09., also vor dem tatsächlichen Indexwechsel. Und dann kann man natürlich zu Recht fragen, woher weiß ich denn, dass die Wirecard hier entsprechend in den DAX aufgenommen wird? Das weiß ich nicht, weil der Ankündigungstag, der war, glaube ich, irgendwann im September, vielleicht hier irgendwo. Und natürlich sieht man dann auch, dass die Commerzbank danach tatsächlich sogar gestiegen ist. Es lag einfach an den Übernahmegerichten durch die Deutsche Bank, dass die Wirecard auch eher seitwärts gegangen ist. Nichtsdestotrotz, jemand, der Index-Arbitrageur ist, jemand, der sich damit viel auseinandersetzt, der weiß natürlich ganz genau, wie die Metrik der deutschen Börse ist. Der kennt eben ganz genau die Kennzahlen, wann eine Aktie einen Index verlassen muss, also Richtung Marktkapitalisierung, Richtung Free Float. Da gibt es ja bestimmte Kennzahlen, die entsprechend auch öffentlich sind. Und da kann man eben auch schon deutlich vor dem eigentlichen Ankündigungstag und vor dem Umsetzungstag am 24.09. dann relativ simpel darauf kommen. Natürlich mit einem gewissen Risiko, ganz klar, es ist kein Free Lunch, aber ich sag mal mit einer relativ ordentlichen Idee, dass eben die Wirecard hier entsprechend den Index aufgenommen wird und die Commerzbank entsprechend den Index verlassen muss. Und eine Folie noch, und da können wir gerne noch Fragen für die Strategie machen, lieber Nelson. Eine Folie noch, und zwar, wie sieht es jetzt nach dem Indexwechsel aus? Wie sieht es jetzt nach dem 24.09. aus? Und da sieht man auch, die Wirecard hat jetzt eine schlechtere Performance gemacht. Ist nicht ganz aktuell, aber das Verhältnis ist immer noch ähnlich. Die Wirecard ist eben deutlich schlechter gelaufen als die Commerzbank. Natürlich nur ein Beispiel. Und natürlich müsste man sich das jetzt für mindestens 30 Beispiele angucken. Wie gesagt, die Studie kann ich nur zum Lesen empfehlen. Die hat sich über 1000 Beispiele angeguckt, hat die entsprechend auch aufgeführt. Und diese Grundidee finde ich gut, wenn etwas in den Index reinkommt, möchte ich hier eher long sein. Wenn etwas aus dem Index dann ausgeschieden ist, möchte ich dann entsprechend eher short sein vorher. Und im Nachhinein drehe ich das ganze Spiel um und ich denke, da habe ich eine relativ einfache Kausalität, eine relativ einfache Anomalie. Und damit ist dieser Graph natürlich ein bisschen schön, sage ich mal so, in der Praxis. Ohne P&L wird man nicht darstellen können. Aber die Grundidee, den Indexeffekt auszunutzen, ist für mich nur logisch und in meinem Trading auch konsequent in der Umsetzung. Gibt es da noch Fragen zu? Ja, also eine Frage kam jetzt mehrmals tatsächlich, ob du eine Seite kennst, wo man eben diese Ankündigung nachlesen kann, beziehungsweise die Indexumstellung. Ja, die gibt es. Im DAX ist es relativ leicht, da publiziert das die Deutsche Börse regelmäßig. Und es gibt von S&P gibt es auch eine Seite, die nennt sich Index Events. Die habe ich bei mir in der Ausbildung auch abgespeichert in meiner Skype-Gruppe.
Und ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber diese Seiten gibt es, ein bisschen googeln und dann findet man das auch. Ein bisschen Arbeit ist dabei, also ist jetzt in Bloomberg relativ leicht nachzuvollziehen, aber ich weiß, die meisten privaten Trader haben leider kein Bloomberg. Und es gibt aber auch öffentliche Seiten. Und wie gesagt, in meiner Ausbildungsgruppe teile ich die dann auch. Einfach mal googeln, die kann man finden. Das sind halt Informationen, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Das sind Informationen, die mir fünfmal wichtiger erscheinen, als ob Donald Trump jetzt den 25. Tweet zu China abgeschickt hat. Das sind natürlich Themen, über die wir auch alle reden können. Aber das sind eben Dinge, die sich kausal in den Märkten immer wiederholen. Wie gesagt, S&P Index Announcements oder sowas einfach mal googeln. Und da findet man diese Webseite dann oder zu mir in die Ausbildung kommen. Da gibt es dann eben auch regelmäßig die Webseiten relativ leicht. Weitere Fragen? Nee, keine Fragen. Also gerne die nächste Strategie. Supi, dann eine Strategie, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt und wo ihr auch sagt, Mensch, das ist ja so unglaublich einfach, das nutze ich vielleicht gar nicht. Das ist die sogenannte Sell in May und Go Away Strategie oder auch als Halloween Strategie bezeichnet. Also ganz einfacher saisonaler Verlauf wie über die letzten 50 Jahre. Ihr seht das jetzt hier mal im S&P und ihr seht, ihr habt klassisch dieses Verhalten, bis Mai geht's hoch. Im Sommer laufen die Märkte seitwärts und am Ende des Jahres geht es entsprechend mit der Jahresendrallye wieder nach oben. Und ihr seht ein anderes Verhalten am Monatsanfang und am Monatsende sind die Renditen überproportional hoch. Im Monat sind sie eher ungefähr gleich verteilt. Und dann könnte man ja sagen, Mensch, dieser ganze Halloween-Effekt, ich lese das immer in der Zeitung, das ist ja alles Humbug, gibt es keinen Grund für. Ich habe auch lange so gedacht, es kann doch nicht so einfach sein, an der Börse Geld zu verdienen. Mittlerweile habe ich mich von dieser Arroganz gelöst. Und muss sagen, das ist eine Strategie, die ich unglaublich gerne handle, unglaublich einfach und die ich euch im Folgenden auch zeigen möchte. Ein Hinweis noch, ihr seht hier, wo landet der S&P am Jahresende? Bei ungefähr 107, bedeutet also bei 7% Performance. Bitte darauf achten, das, was ich euch hier zeige, ist kein Performance-Index wie der DAX, sondern das ist ein Kursindex. Bedeutet also, wenn ihr hier die Dividenden noch mit einbezieht, seid ihr ungefähr im S&P bei 109. Seid also nochmal deutlich besser in der Performance als der DAX, den ich euch gleich zeigen werde. Denn das ist unser DAX, hat eine ganz ähnliche saisonale Verlaufskurve, hat hier auch im Jahresanfang eine gute Performance, schwächelt dann im Sommer und hat die Jahresendrallye. Ihr seht auch hier 6%, wie gesagt, Performance-Index hier gerechnet, also mit Dividenden. Und ihr seht auch, am Monatsanfang und am Monatsende sind die Renditen eher überproportional hoch. Im Monat selber sind die Renditen eher seitwärts oder gleich verteilt. Und dann zeige ich euch noch einen anderen Markt, wo wir wahrscheinlich als Investoren nicht so viel drauf gucken. Das ist der Markt in Taiwan, der sogenannte Taiex. Und da seht ihr sehr schön, hey, genau das Gleiche, bis Mai geht es hoch, Sommer geht es runter und am Jahresende geht es dann wieder nach oben. Ihr seht auch hier die Renditen über die Monate verteilt, entsprechend am Anfang des Monats und am Ende des Monats eher hohe Renditen und in der Mitte des Monats gehen die Renditen eher seitwärts. Das sind Phänomene, die kann man immer wieder beobachten. Ich habe es für 36 Märkte untersucht und ich weiß, es ist eine ganze Menge, aber ich will die Dinge immer genau verstehen, deswegen habe ich mir hier 36 Märkte angeschaut und ich habe herausgefunden, dass tatsächlich für 36 Märkte das in der Summe funktioniert. So, und warum ist es so? Also hier seht ihr nochmal einige ausgewählte Märkte, 11 Stück. Und ihr seht die Entscheidung, ob ihr jetzt im Winter oder im Sommer Geld anlegt. Und das seht ihr einfach hier an den Renditen ganz schön. Im Sommer seht ihr, habt ihr im Mittelwert nichts gewonnen. Im Winter habt ihr über einen Zeitraum von teilweise über 50 Jahren knapp 8,37% gemacht. Und es gibt keinen einzigen Markt, wo die Rendite im Winter schlechter ist als im Sommer. Also seht das hier, Kanada, deutlicher Unterschied. China, deutlicher Unterschied. Frankreich, Riesenunterschied. Riesenunterschied, okay. Hier entsprechend in Hongkong beides plus, aber immer noch 3% Unterschied. Hier Indien relativ gering, aber ein Unterschied, 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 Unterschied. Im Schnitt ungefähr 8,4%. Da sage ich, wow, das ist erstmal eine ganz, ganz, ganz starke Statistik. Wie gesagt, 36 Länder haben jetzt hier auf die Folie nicht aufgepasst. Für 36 Märkte habe ich es mir angeguckt. Ihr könnt es gerne ja auch mal nachtesten, ob ich mich nicht irgendwo verrechnet habe. Aber die Grundidee ist, dass das schon mal gut funktioniert und dass man hier entsprechend eine Kausalität auch gut ausnutzen kann. Und jetzt ist die Frage, hey, warum funktioniert das? Und was bedeutet das oder was kann der Trader daraus machen? Grundidee ist zum Beispiel zu sagen, hier am Jahresanfang bin ich eher long, im Sommer eher short und am Jahresende wieder long. Und natürlich am Monatsanfang, also wenn die Renditen entsprechend im Monat höher sind, bin ich entsprechend auch eher long. In der Monatsmitte bin ich eben eher short und am Monatsende bin ich auch wieder long. Also hier long, hier vielleicht short bis neutral und hier auch eher wieder long. So. Woran liegt das? Womit hängt das zusammen? Was ist da vielleicht wichtig? Und eine Sache, die ich immer wieder gesehen habe, sind eben die Kapitalflüsse in die Märkte rein. Und wenn man das versteht, also wenn man wirklich mal Fonds gemanagt hat und versteht, wann, wo, wie Geld in die Märkte fließt, dann kann man eben sehr schön sehen, dass es bestimmte Kausalitäten gibt, die am Markt immer wieder auftauchen, die man eben auch sehr gut ausnutzen kann.
Und eine davon ist zum Beispiel der klassische Monatsultimo. Das kennt ihr vielleicht. Müsst ihr euch ja nur mal fragen, wenn ihr Sparpläne habt oder wenn ihr Leute kennt, die einen Sparplan haben. In der Regel ist es so, dass zum ersten des Monats dieser Sparplan das Geld anlegt. Also tatsächlich ist es so, 80% aller Sparpläne werden zum ersten des Monats angelegt. Bedeutet für mich als Fondsmanager, wenn ich jetzt weiß, ich habe eh schon 3, 4, 5% in der Kasse, werde ich vor dem Monatswechsel schon die Zeit nutzen und mein Geld anlegen, werde also entsprechend hier die Kasse reduzieren und Aktien kaufen, damit eine Nachfrage nach Aktien schaffen. Die Kurse gehen also hoch, dann kommt das Geld am ersten in der Regel in den Fonds rein, bedeutet also mit der Valutierung, dass ich vielleicht am zweiten, dritten dann die Kasse tatsächlich habe und werde also als Fondsmanager einfach diese Liquidität, die in den Fonds reingekommen ist, in Form vom ratierlichen Sparen, in Form eines Sparplans nutzen und dadurch dann eben hier tendenziell um diesen Monatsultimo Aktien eher kaufen. Und in der Phase tatsächlich zum Jahresanfang ist es auch so, dass mehr Geld in die Märkte reinfließt. Einmal von den institutionellen, also viele Mandate werden in der Regel am 1.1. ausgeschrieben. Am 3., also im März oder im April wird das Geld dann in der Regel angelegt. Oder ganz klassisch Jahresende, Window Dressing, wenig Umsatz, Bilanzschönung und. Da gibt es halt viele Effekte, warum die Märkte tatsächlich dann auch zum Jahresende in diese klassische Santa Claus Rallye reingehen. Und zu sagen, Mensch, das hat die letzten 5 Mal geklappt, jetzt klappt es beim 6. Mal nicht mehr, ist in meinen Augen dumm. Ich würde es nicht so machen. Überlasse es natürlich euch. Aber in meinem Trading, in meinem Investment nutze ich solche Effekte sehr gern. Und was ich euch hier zeigen kann, ist einmal die Idee, wann MF steht für Mutual Funds, also Publikumsfonds in Amerika. Wann fließt das Geld jetzt hier wirklich im Milliardenbereich in amerikanische Fonds rein? Und ihr seht sehr schön, am Jahresanfang fließt das Geld historisch in den letzten 20 Jahren in die Fonds rein. Im Sommer nutzen die Amerikaner ihre Mittel aus den Fonds tatsächlich und konsumieren das Geld für Urlaub oder ähnliches. Erklärt auch einige Feiertagseffekte. Und am Jahresende, Santa Claus Rally mäßig, haben sie wieder ein bisschen mehr Kasse, ein bisschen mehr Liquidität. Und da fließt das Geld dann in die Fonds entsprechend wieder mit rein. Und so ist auch die Saisonalität. Das kann man im Insti-Geschäft zeigen, das kann man im Publikumsgeschäft zeigen. Es fließt einfach mehr Geld in die Märkte im Winter und weniger im Sommer. Und da müsst ihr nur mal beim großen Arbeitgeber, also bei der großen Fondsgesellschaft, im Sommer über den Handelsflur gehen, da sind die Kollegen im Urlaub, da geht keiner ins Risiko. Da gibt es also sehr, sehr viele Gründe, dass die Märkte in dieser Zeit eben schlechter performen, weil eben auch einfach nicht so viel Nachfrage nach Aktien da ist, weil eben weniger Geld in die Fonds reinfließt oder natürlich auch in die ETFs. Klassisch passiert das zum Jahresende und eben auch zum Jahresanfang. Oder hier seht ihr das Hedgefonds-Beta, also die Frage, wann Hedgefonds Risiko aufbauen. Klassisch eben auch bis in den April, Mai rein. Ihr seht zum Beispiel Buyback-Announcements, also wann kaufen Firmen historisch über die letzten 20 Jahre ihre eigenen Aktien zurück. Und auch da könnt ihr feststellen, das passiert tendenziell eher im ersten Quartal und im letzten Quartal. Das hat auch einige Bilanzgründe. Wie gesagt, da gibt es auch sehr, sehr viele andere Ideen, die da noch für sprechen. Ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass ich nicht gegen diesen Monatsultimo setzen möchte. Einfach deswegen, weil da eben die Kapitalflüsse im Markt sind. Und ich zeige euch mal, was passiert wäre, wenn ihr kontinuierlich auf den Monatsultimo gesetzt hättet. Hier ist eine Strategie, nach der ich momentan auch wieder long im S&P bin, auch im Oktober den S&P gekauft habe, also Ende Oktober, und die nachher auch in diesem Algorithmus mit drin ist, den ich euch zeigen werde. Und ihr seht, die Strategie hat hier eine sehr schöne Performance gemacht. Aktuell ist der S&P ja auch schon wieder schön im Monatsultimo im Plus. Guck gerade mal rein hier, 1,5%, Wahnsinn. Da freut sich mein Depot herrlich. Und die Grundidee ist sehr, sehr simpel. Ich gucke einfach, um den Monatswechsel möchte ich long sein, also 5 Tage vor dem Monatswechsel und 5 Tage nach dem Monatswechsel möchte ich entsprechend Aktien kaufen, also bin also 10 Tage investiert. Und ich gucke auch, dass ich diese sehr schlechte saisonale Phase im Juli, August und September aussetze. Warum? Das ist einfach eine Phase, wo der Markt saisonal eher schwach geht. Ich handle das im S&P und nicht im DAX. Warum im S&P? Weil der S&P für mich eben historisch mehr Performance gemacht hat. Und deswegen handle ich das im S&P. Was wäre da rausgekommen? Wie gesagt, das ist jetzt ein Backtest, aber ich zeige euch am Ende noch, wenn ihr noch durchhaltet, auch die Live-Ergebnisse, die jeder von euch eben auch automatisiert sehr simpel umsetzen kann. Und ihr seht, hier ist eine Strategie, die hat aus 10.000 Euro 22.000 Euro gemacht. Das ist eine Strategie mit 141 Trades. Das sind 9 Trades im Jahr und das über 15 Jahre. Kein einziges Jahr war die Strategie im Minus. Also hier gab es teilweise längere Phasen, wo es seitwärts ging. Das stimmt. Hier auch im Februar, da seht ihr, da hat es richtig Geld gekostet, weil da war der Monatsultimo mit diesem Februar-Crash zusammen. Das war natürlich unschön, sage ich mal, im allerbesten. Nichtsdestotrotz seht ihr auch, die Strategie ist mittlerweile wieder auf dem All-Time-High. Und aktuell ist sie eben auch wieder im S&P Long, hält also entsprechend bis 5 Handelstage nach dem Monatswechsel, also dann bis zum 5. Dezember und geht da entsprechend wieder raus. Super einfache Strategie, super simpel. Ich bin um den Monatswechsel long. Ist auch eine Strategie, wie gesagt, die schon sehr lange am Markt ist. Also zum Beispiel
Die Financial Times in England hatte das schon 1964 in der eigenen Zeitung zu stehen. Den Effekt, diesen Monatsultimo-Effekt, kann man über 400 Jahre schon in britischen Aktien nachvollziehen. Und für mich einfach eine sehr gute Idee, wie ich mein eigenes Portfolio aufbaue. Ich habe eine Trefferquote von 65%. Ich habe einen Profit-Faktor von 1,73. Bedeutet also, wenn Monatswechsel tatsächlich ist, möchte ich nicht short sein, sondern ich bin long oder neutral und setze damit eben auf den statistischen Vorteil. Und ihr seht, guckt euch den S&P heute an. Natürlich war jetzt das Event durch Jerome Powell, durch die Zentralbank um 18 Uhr und das dauersche Verhalten. Deswegen ist jetzt entsprechend hier der Dollar schwach. Deswegen gehen die Aktien nach oben, weil eben weniger Stimulus von der Zentralbank eingeplant ist. Deswegen gehen die Zinsmärkte entsprechend nach unten. Also sprich, die Futures fallen und die Renditen steigen. Aber das sind Dinge, auf die ich setze, die für mich Sinn machen, weil sie einfach kausal begründbar sind. Wenn das Geld in die Fonds reinfließt, wenn ich eben diesen Equity-Verlauf sehe, möchte ich 5 Tage vor dem Monatswechsel und 5 Tage nach dem Monatswechsel nicht short sein, sondern gucke einfach, dass ich in meinem Portfolio eher Long Trades habe. Das kann man natürlich noch wunderbar optimieren über entsprechende technische Analysen, über Sentiment-Analysen. Aber weil ich eben weiß, historisch sind diese Zeiten eher geeignet, um Aktien zu kaufen, um den Monatswechsel, bin ich eher long, und das ist die Idee, die ich eben gerne mit euch auch teile. Gibt es da Fragen zu, lieber Nelson? Zu dieser Strategie gibt es keine Frage, es sind aber Feedbacks gekommen, die ich natürlich auch gerne vorlese. Also erstmal ein Riesendank für die Vorstellung der bisherigen Strategien und insbesondere, dass du halt auch die Gründe dazu nennst, und sind sehr gespannt, was noch an Strategien kommen wird. Cool, ja, lieben Dank auch an die Teilnehmer. Ich sehe, ihr bleibt alle hier schön brav im Webinar, und ich freue mich auch. Wie gesagt, ich habe als Fondsmanager über 500 Millionen Euro gewonnen in meinen Fonds mit genau solchen Ideen. Ich war dann um den Monatswechsel mit 100 FDAX, mit 1000 Euro Stocks Futuren, mit S&P Mini Futuren und. Ich war in diesen Zeiten einfach nur long. Und natürlich ist es falsch zu sagen, dass jeder einzelne Trade immer ein Gewinn war, aber ich habe mich nie hier gegen die Statistik gestellt. Und natürlich kann man es noch deutlich weiter verbessern mit Sentiment, mit technischer Analyse, mit Seasonals, mit Intermarkets und. Es gibt viele auch Trading-Strategien, mit denen man es noch weiter verbessern kann. Aber diese Grundideen, diese wirklichen einfachen Kausalitäten, die haben für mich in den letzten 22 Jahren an der Börse immer mehr Sinn gemacht. Wichtig ist halt nur, dass ihr das umsetzt, dass ihr daran glaubt. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe das auch lange Jahre nicht wahrhaben können, dass es so leicht ist, dass so einfache Strategien funktionieren. Aber wo ich mich mental darauf eingelassen habe, ist aus meinem Trading wirklich was unglaublich Gutes geworden. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich. Börse ist mega spannend. Ihr könnt unglaublich viel Geld gewinnen. Und ladet euch nur ein. Guckt euch das mal an. Vertraut mir nicht, sondern testet es auch selber. Seid auch kritisch bei so Dingen, denn nur wenn ihr kritisch seid, könnt ihr das auch für euch umsetzen. Und damit habt ihr einen riesen positiven Portfolio-Effekt. Letzte Strategie, die ich euch zeige. Und dann geht es in Richtung der Strategien, die ich euch beim letzten Mal schon vorgestellt habe. Da zeige ich euch dann nur kurz das Ergebnis. Das sind die sogenannten heißen Hexen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstrategien. Kam öfter schon der Hinweis, naja, ich zeige den Backtest nicht vor 2003, möchte ich an der Stelle gerne aufnehmen. Der Backtest von 2000 bis 2003 war nicht positiv, sondern negativ. Ist für mich aber auch kein Beinbruch, weil hier hat sich die Kausalität geändert. Also warum funktioniert diese Strategie? Weil Derivate immer mehr an Bedeutung gewonnen haben, gerade eben nach dem Platzen der Dotcom-Bubble. Was macht die Strategie? Die Strategie geht 4-mal im Jahr long, jeweils 4 Tage vor dem großen Verfall. Damit komme ich also auf 4 Trades im Jahr. Bin 96 Stunden im Markt investiert, und wenn es zu schnell geht, wie gesagt, ihr könnt das gerne auf meiner Webseite nachlesen, www.andre-stagge.de. Ich zeige es euch gleich nachher auch nochmal, zeige euch die Links, da könnt ihr alles kostenlos nochmal nachlesen. Und die Grundidee ist, ich gehe einfach vor dem großen Verfall in den Aktienmärkten long. Was ist der große Verfall? Das ist 4-mal im Jahr, der sogenannte Hexensabbat, deswegen auch heiße Hexen. Nicht googeln, da kommt nur Mist bei raus oder nur mit meinem Namen zusammen. Sondern, ja, also heiße Hexen, Anspielung auf den großen Hexensabbat. Und die Grundidee ist, dass 4-mal im Jahr eben die Optionen auf Aktien, die Optionen auf Futures und natürlich auch die Indizes, beziehungsweise die Futures auf die Indizes verfallen. Man spricht vom großen Verfall, und der hat natürlich für Derivate eine sehr große Bedeutung. Sprich also, umso größer der Einfluss von Derivaten auf das Kassageschäft ist, umso größer ist hier auch der Effekt von dieser Position, beziehungsweise umso größer ist dann eben auch die Verwerfung, die hier tatsächlich mit dieser Strategie zusammenhängt. Und was ich jetzt mache mit diesem Trade, mit dieser Idee, ist relativ einfach. 4 Tage vor dem großen Verfall, also der Verfall ist ja immer am Freitag, jeweils der dritte Freitag im dritten Monat eines Quartals, also entsprechend im März, im Juli, im September und dann wieder im Dezember. Also ich glaube, der 21. Dezember ist der letzte große Verfall dieses Jahr, den wir haben. Und ich würde am Montagabend um 20 Uhr einfach den FDAX oder den S&P oder den Kakaron oder den Eurostoxx long gehen.
also in dem Fall der 17. am Montagabend, den 17. würde ich den Markt entsprechend long gehen, würde die Position 96 Stunden halten bis entsprechend zum Freitag und würde dann am Freitagabend um 8 Uhr die Position schließen, bin also 96 Stunden im Markt und hätte hier die Performance gemacht mit 4 Trades. Und ihr seht, das ist eine ganz tolle Performance, das sind 173%. Das ist eine ganze Menge für Aktien, ist natürlich mit dem Zinseszinseffekt gerechnet. Nichtsdestotrotz beim Drawdown von 20% und einer Trefferquote von 70. Wunderbare Strategie. Und was mir besonders gut gefällt, ihr habt hier Jahre wie 2007, 2008, 2009. Also gerade 2008, da war ja der S&P über 39% im Minus, der DAX teilweise über 70% und die Strategie hat tatsächlich einen Profit gemacht. Bedeutet also für mich auch eine Long-Strategie, die ich super gerne in mein Portfolio integriere, die für mich richtig Sinn, richtig Spaß macht, einfach weil die Strategie hier tolle Ergebnisse produziert und eben wunderbar zu integrieren ist. Ihr seht die ganzen Zahlen. Wenn ihr die Zahlen haben wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail, dann kann ich euch das alles nochmal zuschicken. Beziehungsweise ihr könnt es auch live nachvollziehen hier auf der Seite www.smssignale.de. Da findet ihr die ganzen Statistiken, da findet ihr die ganzen Ideen. Alles völlig transparent, völlig umsonst. Wie gesagt, da stecken viele tausend Stunden in all diesen Strategien. Ich möchte einfach, dass ihr es nutzt, dass ihr es umsetzt, dass ihr eben auch schöne Performance im Portfolio macht und dadurch eben auch besser und erfolgreicher an der Börse werdet. Hier mal ein Beispiel von den letzten heißen Hexen. Finde ich auch ganz spannend. Das war eben genau diese Woche in dem Verfall. Am 21. September war der große Verfall. Das war der Freitag. Hier zeige ich es euch im S&P. Ihr könnt gerne mal gucken. Im DAX damals, da ging der DAX von 12.000 auf 12.400. Es ist häufig so, dass nach dem großen Verfall entsprechend die Aktien auch fallen. Und ich habe euch gar nicht erklärt, warum die Strategie funktioniert. Tut mir leid, sorry. Warum funktioniert die Strategie? Ist relativ einfach. Gut, das darf ich nicht sagen. Es ist eine gute Logik, die dahinter steht. Die Grundidee ist, jeder Portfolio-Manager ist den Markt, den Kassemarkt long. Also jeder Portfolio-Manager hat ein Portfolio long, zum Beispiel aus Aktien. Und in der Regel hat er Optionen dagegen geschrieben. Das nennt sich Covered Call Writing. Bedeutet also Basisportfolio long und ein Call Short dagegen entsprechend. Also Call verkauft, Call Option Short. Das ist auch schön, weil das gibt Prämie über die Zeit und es ist so lange gut, bis eben der große Verfall kommt, weil in dem Moment, wo der Call irgendwann mal ins Geld laufen könnte und gerade dann kurz vor dem Verfall ist es ja so, dass der Zeitwert des Täter sich sehr schnell abbaut, dass der Call dann auch sehr schnell klebrig wird. Da spricht man eben davon, wenn der Strike sehr dicht dabei ist und hier ein entsprechendes Risiko für den Portfolio-Manager eintritt. Und was muss er jetzt machen, wenn er hier zum Beispiel im S&P 500 seinen Strike bei 2.900 hat? Dann weiß er ganz genau, wenn der Call entsprechend höher steht, ist ein bisschen unsauber gezeichnet, hier sind die 2.900. Wenn der Call entsprechend höher geht, der Markt also steigt, muss er sich abhedgen. Er hat also eine Position Call Short und er kann die Position dann abhedgen, indem er Future Long geht. Bedeutet also in dem Moment, wo die Märkte vor dem großen Verfall ansteigen, klassisch passiert das, weil wenig Liquidität in den Märkten ist und einige Spekulanten den Markt auch gerne antesten, um eben diejenigen, die Call Short sind, zu provozieren, sich abzusichern, Call Short entsprechend dann Future Long zu sichern. Und dadurch gibt es eben häufig vor dem Verfall hier diesen Anstieg. Ich habe es, wie gesagt, sehr häufig gehandelt, sehr häufig beobachtet. Habe selber auch häufig im Portfolio machen müssen, weil ich eben Calls geschrieben habe gegen mein Basisportfolio. Die verkaufe ich dann natürlich nicht so kurz vor dem Verfall, sondern da möchte ich vom Täter profitieren. Aber um mich eben delta-neutral zu stellen, um mich abzusichern, wenn die Calls dann ins Geld reinlaufen, werde ich den Future kaufen. Und nach dem Verfall ist es ganz klassisch, dass die Märkte eben auch eher runtergehen. Das sieht man immer wieder. Wie gesagt, vor dem Verfall steigen die Märkte. Nach dem Verfall fallen die Märkte, was ich auch nochmal eingezeichnet habe, ganz klassisch. Ein Charttechniker hätte jetzt hier gesagt am Montagmorgen, oh, die charttechnische Marke wurde unterschritten. Ich muss jetzt das Momentum nutzen, um Short zu gehen. Ich selber würde das niemals machen, weil ich natürlich als Portfoliomanager mir auf diese Kausalitäten mehr einen Reim machen kann als auf Charttechnik. Charttechnik ist für mich ein Timing-Instrument. Ich würde aber niemals Charttechnik nutzen, um entsprechende Trades aufzumachen, weil die für mich eben nur Timing-Instrument darstellt und nicht wirklich ein Prognoseinstrument. Aber das ist ein anderes Thema, da könnte ich jetzt auch sehr lange drüber reden. Ich mache es an der Stelle nicht, sondern ich verschiebe es einfach in meine Ausbildung und gucke, ob hier noch Fragen sind, Nelson. Ja, eine Frage lese ich mal kurz vor. Und zwar, am Freitag wird der Future gerollt oder Kauf vom Märzverfall 2019? Also die Futures werden in der Regel am Montag oder Dienstag schon gerollt, das stimmt. Also die Futures werden in den großen Häusern natürlich nicht am Freitag gerollt. Das wäre der letzte Rolltermin. Wie gesagt, jetzt würde dann der
Dezemberkontrakt auf den März gerollt werden. In der Regel passiert es dann in der Woche vor dem Verfall, in der Regel Dienstag oder Mittwoch. Nichtsdestotrotz, es verfallen natürlich auch die Optionen auf Aktien, auf Indizes. Und diese Optionen, die werden in der Regel nicht gerollt, sondern die verfallen, um den Zeitwert einzukassieren. Und deswegen gibt es eben diese starken Verwerfungen. Und die kann man eben ausnutzen, wenn man da entsprechend vorher den Markt long geht. Okay, dann können wir gerne zu der Performance der anderen Strategien kommen. Genau, ich habe noch Albert Einstein dabei, kurzes Zitat zwischendurch. Er hat gesagt, macht die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Ich finde meine Strategien per se sehr einfach, weil sie diese zeitliche Komponente haben. Dadurch kann man es schön ausnutzen. Ich lade euch ein, guckt euch das mal an. Im August hatte ich mit dem Nelson zusammen ja schon 5 Handelsstrategien vorgestellt. Und ich habe diese Strategien natürlich auch im Trading. Ich zeige es euch ganz kurz. Das war der Turnaround Tuesday. Grundidee war Long gehen im Bärenmarkt am Dienstag. Ihr seht immer ein Beispiel, wo es gut funktioniert hätte. Es war aber auch der Friday Gold Rush. Bedeutet jeden Freitag Gold kaufen, weil es eine Absicherung ist. Zinshamster hatte ich euch vorgestellt und noch andere Strategien. Und wenn ihr jetzt verschiedene Strategien zusammenpackt, zum Beispiel in ein Algo, dann könnt ihr hier auch die entsprechenden Ergebnisse erzielen. Das ist ganz simpel. Also es ist ein reiner Automatismus. Das seht ihr auch oben, steht ja Automated oder Automated. Also einfach ein Portfolio, was komplett unabhängig vom Menschen handelt. Also hier gibt es einen reinen Algorithmus und FX Flat bietet das natürlich auch über den MetaTrader an. Wenn ihr euch also all die Strategien jetzt einfach nur programmiert, so wie ich sie euch vorgestellt habt, vor den heißen Hexen entsprechend long, um den Monatswechsel long, Turnaround Tuesday long, Gold Rush long, hättet ihr, wenn ihr im April angefangen habt, so wie der Kunde hier mit 50.000 Euro, hättet ihr in der Zeit real, aktuell ist das Depot, ich glaube, bei 59.000, weil der Monatsultimo wieder gut funktioniert. Das heißt nicht ganz aktuell, sondern vom 14. November. Aber wenn ihr das aktuell sehen wollt, findet ihr das auf der Seite algo-investor.com. Wenn ihr diese Strategien automatisiert umsetzen wollt, gerne auch bei FX Flat, wenn ihr da schon euer Konto habt, sagt mir gerne Bescheid, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich biete das Leuten auch an. Ich habe da Programmierer, mit denen ich zusammenarbeite. Die Strategien von mir sind simpel. In der Programmierung muss man zwar ein bisschen was beachten. Was ist bei Feiertagen? Was ist eben, wenn der Index tatsächlich verfällt? Was ist, wenn der Future verfällt? Und, und. Aber es ist auch am Ende nicht so schwer. Einmal das Knöpfchen angemacht und dann läuft der Algo. Ich habe alle Strategien, die ich euch gezeigt habe, auch völlig automatisiert umgesetzt. Und ihr seht hier mit dieser Strategie, habt ihr mittlerweile schon schönes Geld gewonnen, habt also hier schöne Performance gemacht. Es ist, wie gesagt, ein reales Konto. Alles wird getrackt, alles ist live. Ich kann euch gerne auch die ganzen Portfolioauszüge schicken. Es sind genau die Trades, die ich euch im August vorgestellt habe. Wenn ihr das gemacht hättet, hättet ihr mittlerweile knapp 15% gemacht. Und es ist natürlich kein Garant, dass es immer so gut funktioniert. Ihr habt den Risikohinweis verstanden. Aber die Grundidee, dass diese Kausalitäten in den Märkten gut funktionieren, das stimmt schon für mein Dafürhalten. Und deswegen setze ich das alles gerne um. Und deswegen freut es mich eben auch, wenn ihr diese Strategien tatsächlich für euch ausnutzt. Die Strategien kann man noch weiter verbessern mit Analyse, Trading und Management. Das ist einfach die psychologische Umsetzung von diesen einzelnen Strategien. Ich habe euch ja Analysen gezeigt, also ganz simple Ideen. Das waren alles nur Analysen. Kaufe vor dem großen Verfall Aktien, kaufe um den Monatsverfall Aktien. Das können Einzeltitel sein, das können CFDs sein, das kann der S&P sein, das kann der Nikkei sein, das kann aber auch der DAX sein. Wie er das tatsächlich umsetzt, das macht der Trader. Hier ist es sehr wichtig, dass beide gut miteinander arbeiten. Und was Risiko und Money Management angeht, das ist eine Frage vom Manager. Aber das Konzept vom ATM-Modell finde ich persönlich sehr wertvoll, nutze ich für mein eigenes Trading schon sehr lang und kann ich auch nur empfehlen, das zu machen. Wie gesagt, sehr erfolgreich, sehr gut. Und wenn ihr Lust darauf habt, guckt euch das mal an. Ihr findet auch einen guten Artikel auf meiner Webseite zu dem Thema. Und ich kann euch nur einladen, sich da auch mal reinzudenken. Grundidee ist einfach, Analyse, Trading und Management voneinander zu trennen. Und dadurch eben entsprechend auch Erfolge zu erzielen. So, und dann die letzte und für mich wichtigste Folie. Was könnt ihr jetzt aus dem Vortrag machen? Das erste und einfachste ist, besucht mal meinen YouTube-Kanal, besucht mal meine Webseite. Jeden Monat stelle ich kostenlos und unverbindlich eine Handelsstrategie vor. Warum mache ich das? Einfach, weil es mir Spaß und Freude macht, weil ich habe Spaß daran, wenn Leute Geld gewinnen. Wie gesagt, wenn ihr hier derjenige Besitzer von so einem Konto seid, heißt es eben auch, dass ihr jetzt mittlerweile 8.000, 9.000 Euro wieder dichter an eurer finanziellen Freiheit seid. Ohne was zu tun, denn am Ende der Trader, den ihr hier habt, sind die Algorithmen. Also in dem Moment, wo ihr ein Algo nutzt, ein Expert Advisor, ist der Trader der Roboter. Ihr müsst nichts tun. Der Analyst, der ist dann in dem Fall von mir. Ihr nehmt einfach meine Strategien, kopiert die. Dazu lade ich euch herzlich ein, weil deswegen stelle ich euch ja vor. Ich möchte, dass ihr es umsetzt. Und ihr müsst als Manager noch einmal bestimmen, welches Risiko ihr eingeht, wie viel Kapital ihr entsprechend zur Verfügung stellt, welchen Hebel ihr nehmt und, und. Und dann habt ihr quasi den ganzen Prozess vom ATM-Modell schon durchlaufen. Ihr habt die guten Strategien, die funktionieren. Ihr setzt sie automatisiert um und ihr habt das Problem Geldanlage zu sehr geringen Kosten auch
gelöst. Also, was könnt ihr jetzt tun, um weiter davon zu profitieren? Wie gesagt, gerne, bitte, bitte, bitte mein Newsletter und mal bei YouTube reingucken. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Ist für mich auch eine große Motivation. Und ich bilde aus, ist eine absolute Herzensangelegenheit. Mittlerweile haben über 220 Leute meine Intensivausbildung Portfolio-Management schon durchlaufen. Ihr seht da alle meine Live-Trades, völlig transparent. Gibt ein Live-Trading. Wir haben eine Community, die sehr aktiv ist, die eben alle Strategien auch bespricht. Wir haben momentan den Euro-Dollar-Long, wir haben eben Gold-Long, wir haben die Aktien momentan Long im DAX, im S&P. Und das wird alles entsprechend in der Community besprochen. Es wird gefestigt, weil ich weiß auch, wie es ist. Und Webinar, das klingt immer gut. Und naja, das ist ein Portfolio-Manager, der redet total schnell. Und irgendwie machen die Strategien auch Sinn. Aber ich weiß, wie schwer das ist, die einzelnen Dinge umzusetzen. Man muss wirklich ins Tun kommen. Deswegen lade ich euch ein, schaut euch diese Ausbildung von mir an. 10 Live-Webinare, es geht am 16.01. los, alles wird aufgezeichnet. Und das Schöne ist, das ist tatsächlich die am besten bewertetste Online-Ausbildung in der Dachregion. Über 122 Leute haben diese Ausbildung bei BrokerDeal schon bewertet. 122 Mal gab es 5 Sterne, also die Leute sind absolut begeistert von dem, was ich da anbiete. Es geht nicht um Charttechnik, sondern ich stelle euch 20 Handelsstrategien vor. Ich erkläre euch alles nicht so schnell wie heute, sondern deutlich mehr im Detail. Ich gehe mit euch auch auf das Thema Portfolio-Management ein. Ich sage euch ganz genau, wie ihr eure Risiken gegeneinander ausbalancieren könnt, was ein Kelly-Kriterium ist, wie ich persönlich mein Portfolio designe. Ich habe zum Beispiel 60% im Investment, 20% im Trading und 20% in diesen Expert-Advisern. Und ich sage euch ganz genau, wann ich wann, was, wo und wie am Markt mache. Ich habe einfach einen Riesenspaß daran auszubilden. Und das, was an der Hochschule auch vermittelt wird, also Portfoliotheorie, Kapitalmarkttheorie, das bilde ich euch natürlich auch aus, weil es ist wichtig, dass ihr versteht, wie Portfolio-Manager denken und handeln. Und umso mehr ihr das begreift, umso erfolgreicher werdet ihr eben an der Börse. Ihr könnt die Ausbildung auch entsprechend heute rabattiert bekommen. Einfach mit dem Codewort Roadshow stellt euch FXFlat eben die Möglichkeit zur Verfügung, für 3 Anmeldungen insgesamt nur 300 € Rabatt zu bekommen. Dann ist der Roadshow-Gutschein nicht mehr da. Ich werde den aber auf jeden Fall auch Ende des Monats löschen, weil die Ausbildung mittlerweile auch sehr gut besprochen und fast voll ist. Aber 3 von euch haben noch die Möglichkeit, diese Ausbildung zu machen. Ich lade euch ein, das ist eine tolle Sache. Ich weiß, der ein oder andere ist in der Ausbildung auch dabei. Der Viktor ist ja heute auch dabei. Guckt euch das gerne mal bei mir auf der Webseite an. Geht einfach auf das Thema Intensivausbildung und Portfolio-Management. Hier ist alles nochmal breit und lang erklärt, was wir machen, wie wir es machen. Hier sind die Depots nochmal aufgeführt. Hier geht es darum, dass ich euch nochmal sage, wie es genau funktioniert. Ihr könnt euch Feedback von verschiedenen Vortragsteilnehmern angucken. Ihr könnt euch meine Referenzen anschauen. Ihr könnt 122 Bewertungen bei BrokerDeal euch anschauen. Und ihr werdet sehen, das, was ich mache, hat Hand und Fuß, weil ich mache es einfach gerne. Ich bin finanziell frei. Ich muss diese Ausbildung nicht verkaufen. Ich mache es, weil es mir Spaß und Freude macht, weil es eine absolute Herzensangelegenheit ist. Und weil ich dafür brenne, dass Deutschland nicht mehr arm ist, sondern weil ich es einfach möchte, dass ihr das Optimale aus eurem Geld macht. Und das ist eine Ausbildung. Ihr habt komplettes Live-Trading. 3 Monate seht ihr jeden einzelnen Trade von mir, jeden Gewinner, jeden Verlierer. Ihr versteht meinen Prozess genau. Ihr könnt mir Tag und Nacht eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mich anrufen. Wir machen einzelne Lerngruppen und. Wir machen also sehr viel zusammen, um entsprechend hier besser zu werden. Und 3 Leute können sich mit dem Gutscheincode Roadshow anmelden. Was müsst ihr dafür tun? Ihr geht einfach auf die Webseite, gebt dann Roadshow ein und tragt euch hier entsprechend auf dem Formular ein. Bitte vollständig. Macht das bitte auch hier und nicht über den Digistore, weil das Geld wird dann erst im Januar bei euch abgebucht. Ihr habt auch völlige Rückgabefrist. In dem Moment, wo ihr euch anmeldet, kann ich euch auch 4 Wochen kostenlos die Aufzeichnung zur Verfügung stellen von den vergangenen Ausbildungen. Ihr könnt euch alles in Ruhe anschauen. Ihr lernt, wie gesagt, über 20 Handelsstrategien kennen. Alles wird aufgezeichnet. Eine der größten Trader-Communities in Deutschland, über 210 Teilnehmer, die sehr aktiv kommunizieren. Wir bauen da was zusammen auf. Ich habe richtig Bock, das ganze Ding groß zu machen. Ich habe richtig Bock, dass wir alle erfolgreich an der Börse sind. Im Trading, im Investment. Ich freue mich auch über jeden, der dabei ist. Ich freue mich auch super über Nels und FXFlat, die mich hier eben einladen, diese Dinge umzusetzen, um eben euch auch erfolgreicher zu machen. Das könnt ihr wunderbar machen. Und ihr seht hier zum Beispiel auch nochmal das Depot, was ich euch gerade gezeigt habe. Das könnt ihr dann live und real-time auch verfolgen. Könnt also hier 100% transparent sehen, wann welcher Trade wie gemacht wird. Aktuell die offenen Trades sind dort nicht mit eingegangen. Aber jetzt am 5. Dezember wird der Monatsultimo wieder geschlossen. Und ihr könnt das alles nachvollziehen, völlig transparent für euch. Und wenn ihr Lust habt, die ersten 3, die sich anmelden über das Formular, bekommen diesen Gutscheincode. Wenn mein Programmierer es richtig gemacht hat, sollte der Gutscheincode dann nicht mehr da sein. Wenn nicht, umso besser für euch. Aber guckt euch das mal an. Das ist eine tolle Sache. Das ist mein absolutes Herzblut. Ich brenne für das Baby. Wie gesagt, ich bilde seit 6 Jahren an Universitäten aus.
und ich möchte euch ausbilden und ich möchte einfach auch eine Community zusammenbringen. Wir machen verschiedene Treffen, wir haben Mastermind-Gruppen, wir haben Leute, die sich nur automatisiert ums Trading kümmern, andere, die meine Strategien noch deutlich verbessern und, und. Ich habe da unglaublich viel Content, ich biete da unglaublich viel an. Guckt euch das bitte, bitte an, ich habe wirklich Bock drauf. Und ja, das ist Marketing, ja, das ist Verkauf. Warum? Weil es ist einfach eine Herzensangelegenheit von mir. Ich brenne dafür und freue mich über jeden, der dafür auch brennt. Deswegen schaut euch die Links gerne an. Gerne könnt ihr auch meinen YouTube-Kanal abonnieren, da habt ihr auch nochmal eine ganze Menge Content. Ihr habt viele Interviews, könnt mich eben kennenlernen. Wenn ihr Fragen habt, können wir gerne vor der Ausbildung auch nochmal telefonieren, ob es zu euch passt. Ich kann euch nur versprechen, ich gebe mein Möglichstes, weil ich brenne dafür. Ich habe wirklich Bock darauf. Ich will eben, dass Deutschland nicht mehr arm ist, sondern ich will, dass wir mehr aus unserem Geld machen. Das muss nicht Hardcore-Trading sein. Das kann auch einfach nur vernünftiges Investieren sein oder eine Mischung aus beiden. Denn im Portfolio-Management gilt natürlich auch der Satz, wer kurzfristig alles richtig macht, der macht langfristig nichts falsch. Und damit habe ich euch viele Strategien gezeigt. Würde mich freuen, wenn ihr meine Webseite mal besucht. Würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in der Ausbildung sehen. Und ich weiß, der Viktor ist ja auch dabei, der heute auch mit zugehört hat. Lieben Dank, dass du da warst. Und freue mich einfach, wenn wir zusammen lernen, wenn wir uns zusammen ausbilden. Wie gesagt, wenn ich euch jetzt hier parallel gezeigt hätte, wie mein Account sich gerade entwickelt hat, dann hätte ich Coco Patkoff-Style. Ich mache es nicht. Jetzt nachher mal in der Ausbildungsgruppe posten, um euch zu motivieren. Aber guckt euch das an. Ich habe wirklich Bock. Ich bin hoch euphorisiert. Es ist mein Herzblut. Und ich lade euch ein. Schaut euch das mal an. Und wenn wir da zusammenarbeiten, würde es mich super, super freuen. Und damit, lieber Nelson, übergebe ich an dich zurück. Vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, heute für FX Flat das Webinar zu halten. Mir hat es Spaß gemacht. Und mein letzter Schlusssatz vielleicht noch, egal was ihr aus dem Webinar nehmt, egal ob wir uns in der Ausbildung sehen, hört bitte auf, nur für das Geld zu arbeiten, diese 10.000 Tage, sondern fangt bitte an, euer Geld auch für euch arbeiten zu lassen. Es muss nicht schwer sein, im Gegenteil, ich glaube sogar, es ist einfach. Ihr braucht eine Strategie, ihr setzt sie um und damit könnt ihr eben tolle Ergebnisse erzielen, wenn ihr gut ausgebildet seid. Ich und FX Flat tun eine Menge dafür, nutzt das und damit werdet ihr noch profitabler werden und könnt die Märkte auch für euch nutzen. Dankeschön. Ja, also vielen Dank, André. War ja wirklich so sehr viel Content heute wieder und wirklich auch interessante Hintergründe zu den Strategien. Und hier ist noch eine Frage. André, kann man in der Gruppe dann auch die EAs kaufen? Ja, super Frage. Vielen Dank. Also jeder, den die EAs interessieren, einfach eine kurze E-Mail an mich. Und in der Ausbildung werde ich immer wieder auf die EAs eingehen. Wenn ihr die Ausbildung bucht, könnt ihr euch den Ausbildungspreis auch entsprechend auf die EAs anrechnen lassen. Also meine Idee ist eben auch, dass jeder für sich ein Ziel in der Ausbildung definiert, was Rendite, Risiko und auch Stressfaktor angeht. Und für den einen oder anderen, der gerade auch sehr viel beruflich unterwegs ist, wir haben viele Selbstständige bei uns, für den ist eben ein Trading, so wie ich das betreibe, mit einer Stunde Zeitaufwand am Tag nicht möglich. Der braucht einfach eine automatisierte Lösung. Und da sind diese Expert Advisors eine gute Sache. Ich finde es aber auch gut, die Ausbildung trotzdem zu machen. Weil wenn ich den EAs nicht vertraue und ich fange jetzt am besten Zeitpunkt an, der also andersrum der schlechteste Zeitpunkt ist, nehmen wir an, ihr hättet die EAs jetzt im Februar angefangen, wo eben dieser Rücksetzer war am Monatsultimo, was ich euch gerade ja auch gezeigt hatte, dann habt ihr direkt auch mal 4% Minus gehabt im Account. Wenn ihr dann hier gleich sagt, Mensch, das ist Quatsch, ist es doof, deswegen ist es halt schön, die Hintergründe auch zu verstehen, warum diese Strategien eben langfristig funktionieren und warum euch keiner versprechen kann, wirklich keiner, dass ihr jeden Tag und jede Woche und jeden Monat immer 5% Gewinn macht. Das gibt es an der Börse nicht. Ich habe mit Goldman zusammengearbeitet, mit JP Morgan. Ich war in New York, in London, in Tokio. Ich habe all diese großen Quanthäuser gesehen, also wirklich Hedgefonds mit Milliarden, Entwickler mit 15, 16, 20, Physiker, Mathematiker und. Und alles, was zu schön aussieht, um wahr zu sein, ist am Ende auch zu schön, um wahr zu sein. Deswegen, mir ist wichtig in der Ausbildung, dass die Strategien verstanden werden mit allen Vor- und Nachteilen. Und das ist, wie gesagt, auch gut und richtig und wichtig. Und ja, die EAs werden auch in der Ausbildung besprochen. Das war die eigentliche Frage. Sorry. Nein, kein Problem. Alles gut. Ja, vielen Dank aber trotzdem auch an die Teilnehmer für die Anwesenheit und dass sie sich für das Webinar interessiert haben. Ich hoffe und ich denke aber auch, dass sie viele Ideen und Anregungen heute mitnehmen konnten. Und falls sie sich weiter informieren wollen über die Strategien, aber natürlich auch gerne über andere Stärke und sein Coaching, wo sie auf jeden Fall einen Mehrwert haben, dann gerne die Webseite besuchen, beziehungsweise auch seinen YouTube-Kanal. Wir haben ja das Webinar hier aufgezeichnet und soweit hat alles funktioniert. Deswegen kommt sie auch so schnell wie möglich online.
Von daher wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Sie können gerne auch per E-Mail uns Feedback geben zu den Webinaren hier mit André. Und wenn Sie gerne weitere Webinare mit ihm zusammen hier sehen möchten, dann auch dazu gerne eine E-Mail oder ein Feedback. Und von daher würde mich freuen. Wie gesagt, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, noch eine schöne Woche und passen Sie auf Ihre Position auf für immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Vielen Dank, André. Dankeschön.